Erstmal weg mit dir. Dich will ich nicht. Weg da. Gespräche kann man abbrechen mit der Escape-Taste. Das finde ich sehr schön. Allerdings geht das bei manchen Gesprächen nicht. Steig ein! Rob, ab geht's! Da, die wollen uns rammen. Habt ihr das gesehen? Der Postbote. So, jetzt habe ich sogar einen kleinen Umweg gemacht. Und wir fahren jetzt nicht durch die Höhle. Die Höhle ist gruselig. Nein, da wollen wir nicht hin. Die Höhle werdet ihr später sowieso noch sehen. Und man kann eigentlich jede Steigung mit den Fahrzeugen schaffen. Nein! Nein, nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Nicht! Nicht! Ah, verdammt! Mann! So ein Mist. Egal. Das ist jetzt der letzte für dieses Bonusspiel. Dass es ein Bonusspiel ist, könnt ihr hier nochmal sehen. Bonusspiel beenden. Ja, weiter geht's. Und fertig. Danke. Tschüss. Gut gemacht. So, was bringen uns diese Bonusspiele außer ein bisschen Zeitvertreib? Das wird uns jetzt gesagt. Das hast du prima gemacht. Kein Problem. Hat Spaß gemacht. Ausrufezeichen. Ich habe mit den anderen Fahrgästen gesprochen, die du mitgenommen hast. Sie finden, du hast eine Belohnung verdient. Was könnten wir kriegen? Ein goldener Stein ist es nicht. Hier, ein Autobonus für dich. Damit du gegen Rocket Racer gewinnen wirst. Aufnehmen wirst, bla. Habt das Spiel angefangen zu lesen. Wird das sehr von Nutzen sein. Bäh, cool, vielen Dank, Doc. Danke. So, wir haben... okay, da steht jetzt nicht Belohnung, sondern Pokal. Okay, wir haben... drei Möglichkeiten. Wir können entweder Haftung nehmen, das heißt, wir können besser lenken. Wir können Schild nehmen, das heißt, unser Fahrzeug hält mehr aus, wenn wir entweder beschossen werden oder wenn wir irgendwo gegenknallen. Oder wir benutzen die Leistung, dadurch werden wir schneller. Und da ich das für solche Rennspiele einfach am besten finde und da die Haftung noch ausreicht, nehmen wir die Leistung. So, wundervöllig. Weiter geht's. So. Und damit wir das auch direkt mal komplett hinter uns haben, seht ihr jetzt auch erstmal... vielleicht habt ihr das gerade schon gesehen, unser Fahrzeug macht jetzt ein paar brennende Streifen hinter den Rädern. Aber jetzt fahren wir erstmal pseudo für einen Überblick hier drauf und dann sehen wir, hey, hier ist dann noch so ein Wirbelwind. Und diesen Wirbelwind benutzen wir jetzt auch. Da seht ihr Wirbelwind. Und auf geht's zum zweiten Bonusspiel. Und das ist, oh Wunder, genau nochmal das gleiche. Nur auf schwer. Auf schwer heißt, jetzt müssen wir, unten links seht ihr, 5 Personen hin und her fahren. Ich drücke wieder Enter. Es drücke wieder eine Taste und es will nicht funktionieren. Nehmen wir die Leertaste. Nehmen wir dich mit. Danke. Ja, grins. So, und Fraps hat eine neue Datei angefangen, das heißt, wir starten jetzt volle Kanne durch. Da, und jetzt seht ihr auch die tollen Feuerstreifen, die Flammen, die hinter unserem Auto sind. Und jetzt mache ich mal wieder ein kleines Experiment. Vielleicht fliegt er raus, vielleicht fliegt er nicht raus, ich will es nicht hoffen. Flieg und Sieg! Und wir fliegen echt zu weit. Verdammt. Egal, jetzt werden wir... Wow! Das meine ich. Vor allem, warum spawnt er so scheiße, hä? Ja, ich weiß, wo du hin willst. Da willst du hin. Halt die Backen. Halt die Backen. So, jetzt holen wir direkt die nächste Person. Übrigens, man kann diese Lego-Figürchen in Anführungszeichen leider nicht umfahren. Das finde ich etwas schade. Die fangen dann nur an, in sämtlichen Farben aufzublinken, in sämtlichen Regenbogenfarben. Ja, mehr tut sich da dann nicht. Und sie will zum Portal. Dieses Portal wird später zum Ende des Spiels noch wichtig. Nämlich dieses Portal... Ey! Los, fahr weiter. Dieses Portal wird nämlich wichtig, wenn wir zur Galaxie Xalax wollen. Denn dann müssen wir da durch und dann kommen wir, soweit ich das verstanden habe, da war ich nämlich noch nicht, dann kommen wir zur letzten Welt. Und dann können wir gegen Rocket Racer fahren, den wir bereits im ersten Teil eigentlich grandios besiegt haben. Ich habe gedacht, ich würde mehr Probleme gegen den bekommen, weil damals gegen Gypsy Moth
gegen diese komische Insektenkönigin, hatte ich auch meine Probleme gehabt und habe sogar den ersten Versuch bei dem Cup verloren. Und zu weit. Okay, dann fahren wir langsamer. Und es passt. Tadang. Eilpost von oben. Und weiter geht's. Wir haben noch 2 Minuten für 2 Personen. Das heißt, pro Person 1 Minute. Etwa. So, und jetzt fliegen wir hoch und sammeln den im Flug auf. Und dann bringen wir den schnell zu seinem Bestimmungsort, wie es sehr viele Navigationssysteme mögen zu nennen. Der Bestimmungsort ist hier in der Nähe vom lauten Wasserfall, bei dem Stoppschild, bei der Baustelle. Und jetzt nehmen wir die letzte Person auf. Wir haben noch 1 Minute 25 übrig. Jimmy will über den Berg fahren. Das machen wir. Wir haben genügend Zeit, um mit Jimmy über den Berg zu fahren. Little Jimmy, dit. Wer kennt das Lied? Ist ein Jump Track von iTrax und Dr. Funk. Heißt Little Jimmy. Davon gibt's auch einen wunderbaren Remix von The Playboys. Wenn ihr die Musikrichtung nicht kennt, ist nicht schlimm. Kenne nicht viele. Aber auf meinem anderen Kanal mache ich selber ja auch tolle Musik. Und darunter irgendwo in den Favoriten müsstet ihr Little Jimmy auch kennen. Oder wenn ihr das Lied einfach mal hören wollt, geht ihr auf YouTube und sucht danach nach Little Jimmy von Dr. Funk und iTrax. iTrax mit 2x geschrieben. Und wir haben unser 2. Upgrade für die Leistung. Das heißt, wir sind jetzt noch schneller. Und das können wir für die nächsten Rennen auch gut gebrauchen. Wir folgen dem Pfeil ab nach unten. Da seht ihr wieder die Flamme. Die Flamme hinter unserem Auto und... Uah! Das war zu weit. Das hat ordentlich gerumst. Einmal umdrehen. So.